So, herzlich willkommen zu meiner Top 5. Und zwar geht es heute um das Game of the Year 2015. Es handelt sich dabei natürlich um meine persönliche Meinung. Die ist natürlich vollkommen unterschiedlich zu anderen Meinungen. Ich habe auch nicht alle Spiele gespielt. Ich war lange im Ausland dieses Jahr und habe große Spiele wie The Witcher, wie Until Dawn, wie Metal Gear Solid, dazu kam ich einfach noch nicht. Und deswegen nehmt es jetzt nicht zu ernst. Das ist einfach meine Top 5. Und das sind alles Spiele, die ich euch nennen werde, wo ich sage, die müsst ihr einfach gespielt haben dieses Jahr. Das finde ich, ja, die meine Top 5. So, wir fangen auch an mit Platz 5. Ihr werdet euch sicherlich jetzt schon wundern, denn auf Platz 5 ist eigentlich kein so mega Blockbuster-Titel. Auf Platz 5 ist Zombie Army Trilogie. Ich fand dieses Spiel einfach unwahrscheinlich lustig, unwahrscheinlich cool. Das hat mir sau viel Spaß gemacht. Das war bei Weitem kein perfektes Spiel, das ist mir klar. Aber das hat absolut viel Spaß gemacht. Ja, das ist einfach unbeschreiblich, weiß ich nicht. Also nicht unbeschreiblich gut, aber das ist einfach ein Spiel, das macht Bock, das legst du rein, knallst ein paar Zombies ab, man, das bockt einfach. Du hast so einen Horde-Modus, der ist ganz cool, den kannst du dann online zocken, du kannst die ganze Kampagne Koop zocken. Das ist einfach in meinen Augen gelungen. Nazi-Zombies laufen auch. Hitler als Zombie ist ganz cool gemacht. Ja, natürlich in Deutschland wieder Hakenkreuze zensiert, aber da kann man ja nichts machen. Und ja, ist unbedingt, also ein Spiel, was ich euch unbedingt ans Herz legen würde, das ist echt ein lustiges Spiel. Ja. So, jetzt kommen wir auch schon zu Platz 4. Platz 4 ist dieses Jahr Need for Speed. Ja, ihr seht es ja hier. Ich habe auch viele Let's Plays schon hochgeladen von Need for Speed. Das ist ein Spiel, was mir sehr gut gefällt. Es hat zwar viele, viele Schwächen, die, wenn man das lange spielt, auffallen. Also die Masse an Tuning-Teilen ist natürlich sehr begrenzt bis jetzt. Und ja, es gibt keine Online-Lobby. Du musst ständig online sein, hat das, was gar keinen Sinn macht eigentlich. Also es gibt viele, viele Nachteile, deswegen ist es auch nur Platz 4 geworden. Nur in Anführungsstrichen stehen, weil mir das eigentlich auch sehr, sehr viel Spaß macht, das Spiel. Ganz großer Pluspunkt sind natürlich die Autos, wie ich finde. Es gibt mal alte Autos, wie hier diesen 1er Golf. Es gibt einen alten Volvo, bla bla bla, einen BMW E30. Sehr coole Klassiker. Es gibt neue Autos, es gibt Autos, die nicht so alt sind, aber auch nicht zu neu, so dieses Mittelalter, sage ich mal. Und das ist einfach eine gesunde, coole Mischung. Coole Autos, Ford Focus, alles Nissan Skyline, Porsche, Lamborghini, Ferrari, alles was du willst, ein paar Amis, Chevrolet, bla bla bla. Alles dabei. Das ist echt ganz cool. Wie gesagt, ein schöner Folien-Editor ist bei. Der ist zwar manchmal ein bisschen umständlich, aber das kriegt man alles hin. Tuning-Teile, finde ich, hätte es ein paar mehr geben müssen, ist aber jetzt nicht zu ändern. Und ja, im Großen und Ganzen für mich dieses Jahr Platz 4. So, im nächsten Video gibt es dann Platz 3 und Platz 2. Ich hoffe, ihr habt Interesse dran und ihr schaut euch auch mein nächstes Video an.